Seit 7 Jahren steht das ehemalige Altersheim an der Tannenbergstraße leer. Nun soll es für 4 Millionen Euro zu einer Anlaufstelle für Bewohner, Vereine und Initiativen im Kreuzviertel umgebaut werden. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt und in Kürze wird das Projekt starten. Es soll am Ende des Jahres 2019 fertiggestellt werden. Verantwortlich für den Umbau ist die gemeinnützige Diakonissenmutterhaus GmbH.